Hier, Schnuffi, such Helen. Die Pontypandy-Berge liegen in der Richtung, Sam. Ich weiß. Wo führt er uns nur hin? Ich hab nichts getan. Hallo, Schnuffi. Was machst du denn hier? Wir suchen Penny und deine Mom, Mandy. Ja, Schnuffi hat an der Bluse deiner Mutter geschnüffelt und uns direkt hergeführt. Das ist keine Bluse, sondern ein Kleid und gehört mir. Wie konntest du bloß Mams Sachen verwechseln, Dad? Aber ich weiß auch nicht. Ich wusste einfach nicht, wessen welche waren. Die gehört auf jeden Fall Mom. Halt! Ich weiß wieder. Ich weiß wieder, wo die beiden hin wollten. Den Quellenweg und dann rauf zu den hohen Zinnen. Verflixter Funkenflug. Nichts wie los. Komm, Schnuffi. Das schaffst du. Los, kommt alle hinterher! Schnuffi hat schon eine Spur! Such Schnuffi! Hier sind wir! Alles in Ordnung, Penny? Zum Glück ja, dank Helen. Oh, ich bin so froh, dass du doch dran gedacht hast, einen Suchtrupp zu rufen. Aber natürlich. Ich habe mich sogar daran erinnert, wo ihr hin wolltet. Irgendwann. Ich nehme jetzt immer eine Krankenschwester mit, wenn ich wandern gehe. Helen hat den Knöchel im Handumdrehen bandagiert. Aha! So kriegt man das also hin. Was? War ich das eben? So? Das war mein kleines Geheimnis. Wieso ist das bloß mir nicht aufgefallen? Hier vor! Sieh mal, ich habe hier ganz viele. Das sind alles unsere. Ich bin eine Muschelpflückmaschine. Und hier sind noch mehr. Hey, lasst mir auch noch welche. Aber du hast doch schon längst haufenweise. Wir beide legen zusammen. Genau. Ich werde mir eine super Stelle suchen mit ganz vielen Muscheln, sonst schnappen mir die Zwillinge noch alle weg. Hilfe! Weißt du, Elvis, unsere Rettungsschere ist ein großartiges Gerät, aber sie ist nicht für jeden Einsatz geeignet. Echt doof. Na los, Norman, zieh! Ich stecke fest. Wir müssen hier schnellstens weg. Die Flut kommt bald. Wir versuchen es nochmal. Zieh, Norman! Ich zieh! Aber ich hänge fest. Hier kannst du aber nicht bleiben. Was soll ich nur tun? Ruf Feuerwehrmann Sam! Was ist denn nun schon wieder, meiner Treu? Am Strand hängt jemand zwischen Felsbrocken fest. Zum Strand, dort ist jemand eingeklemmt. Beeilt euch, die Flut kommt! Nimm lieber die Rettungsschere mit, Elvis. Für alle Fälle. Ja! Was ist passiert, Charlie? Normans Fuß ist eingeklemmt. Ich habe schon alles versucht. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du hast recht, Elvis. Eines sollten wir noch versuchen. Kommst du an deinen Schuh und kannst den Schnürsenkel aufmachen? Ich glaube schon.
Ja. Danke, Feuerwehrmann Sam. Dass ich nie solche Ideen habe. Wartet mal. Wo ist denn mein Glückseimer? Wo hast du ihn denn abgestellt? Da. Er ist weg. So ein Pech, Norman. Die Flut muss ihn weggetrieben haben. Aber jetzt weg hier, sonst schneidet uns die Flut noch den Weg ab. Halt! Was ist mit meinem Schuh? Ruft Hurra! Gridlington ist da! Cool! Danke, Elvis. Du hast meinen Schuh gerettet. Seht nur! Rauch! Oh! Oh! Oh nein! Alles aussteigen! Sofort! Bleibt, wo ihr seid. Ich werde mir das mal ansehen. Nein, nicht aufmachen, sonst kommt Luft ans Feuer. Ich weiß schon, was ich hier tue, Norman. Oh, nein! Ah! Oh, Mr. Evans, rufen Sie Feuerwehrmann Sam. Yeah. Oh, da brennt ein Bus. Oh, nein! Da brennt ein Bus, oben in den Bergen von Pontypandy. Das wird Trevors Bus sein. Er macht einen Ausflug mit den Kindern dorthin. Was? Dann aber schnell jetzt! Komm, Elvis. Anschnallen? Da kommt Sam. Das ging aber schnell. Beeilt euch, mein schöner Bus. Gut, dass du alle rechtzeitig rausgeschafft hast. Das Feuer hätte sich nicht so ausgebreitet, wenn du die Motorhaube nicht geöffnet hättest. Was? Bist du sicher? Oh ja, das habe ich erst heute bei einer Übung gelernt. Genau wie ich. Wenn Luft drankommt, wird ein Feuer stärker. Deshalb habe ich ja gesagt, sie sollen die Motorhaube nicht aufmachen. Ich hätte auf deinen Rat hören sollen, Norman. Naja, und du warst ja nicht der Einzige, der mir heute Tipps gegeben hat. Aber ich habe keinen befolgt. Tut mir leid. Möchtet ihr mit zurückfahren? Aber in Jupiter passen wir nicht alle rein. Ich rufe mal Tom an. Der kann uns ganz sicher helfen. Ist einer. Ich kann ihn sehen. Da, Mr. Evans. Oh, du hast recht. Ja, heute hatte ich mit allem recht, Mr. Evans. Von jetzt an werde ich mich bemühen, öfter auf dich zu hören, Norman. Gut. Da, da drüben fliegt ein goldener Adler. Wo? Edge, reingelegt. Aber sie haben gut auf mich gehört. Her, um mich zu retten oder nicht? Ich komme, Sarah! Ich komme! Dad! Hilfe! Ich hänge fest, Sarah! Hilfe! Die Rettung ist nah! Norman Man ist da! Norman! Hör auf mit dem Quatsch! Du bist nicht wirklich ein Superheld! Ich lauf los und hol Feuerwehrmann Sam! Hilfe! Am Strand ist was passiert. Komm, Penny. Ja. Ein Unfall am Strand, Sam. Vielleicht eine Seenotrettung. Nehmt besser gleich das Rettungsboot. Sicher ist sicher. Hilfe! Ja, da ist er! Superheld! Jetzt wird alles gut! Ein Glück, Sam Penny! Was ist denn passiert, Charlie?
weißt du, im Prinzip nicht viel. Ich habe den Fels gerammt und bin dann über Bord gefallen. Und mein Fuß steckt in der Hummerreuse. Ich kann da nicht rauskommen. Oh nein. Ich tauche runter und sehe mir das an. Offenbar warst du ziemlich schnell, als du da aufgelaufen bist. Ich weiß. Ich wollte mich auch mal als Held versuchen. Alles überprüft? Ja. Gut. Halt durch, Charlie. Penny kriegt das hin. Aha. Ja! Das ist mal richtige Action mit einem richtigen Helden. Ja, toll. Klasse, Sam! Ja, das hat Sam super gemacht. Na, Tiger, dein Held ist jetzt ein Filmstar. Oh, das ist mir unglaublich peinlich. Nicht so peinlich wie mir, als ich vorhin merkte, dass der Badezimmervorhang weg ist. Psst, ihr verpasst noch das Allerbeste. Was ist mit Norman, man? Ich bin auch ein Held. Norman! Das ist Sams dritte Rettungsaktion an einem Tag. Und das ist mein Badezimmervorhang. Norman! Beeilung, Leute. Jeder nimmt seine Ausrüstung. Schnell! Feuer in den Pontipendibergen, Sam. Verständigt sofort, Tom. Hallo, Tom. Wir sind gleich da. Ein Feueralarm in den Pontipendibergen. Ein Feueralarm? Ja, ist klar. Ich schau mich um. Man sieht nirgendwo Rauch. Wo haben Sie dieses Feuer denn gesehen? Da! Da vorne war es! Rote Flammen, die über die Wipfel in den Himmel schlugen! Oh! Oh! Oh nein! Mom, das ist der Sonnenuntergang. Norman Price, hättest du deiner Mutter nicht so viele Schauermärchen erzählt, wäre das alles nie passiert. Unter diesen Voraussetzungen können wir ebenso gut nach Hause fahren. Jetzt gleich! Entschuldige, Trevor. Entschuldige, Mom. Ich verspreche auch, keine Geschichten mehr zu erzählen. Tja, dann rufe ich nochmal die Feuerwehr an und melde den falschen Alarm. Was? Ein falscher Alarm? Entwarnung, Männer und Frau. Falscher Alarm. Es gibt keinen Brand. Ich wiederhole, Entwarnung. Nur ein falscher Alarm, Elvis. Dann wieder zurück. Da ist das Feuer. Ich rufe Sam an. Das muss er wissen. Hallo? Hey, Sam. Ich habe das Feuer entdeckt. Ihr müsst schnell herkommen. Wir sind gleich da. Sag Hauptfeuerwehrmann Steele, was los ist. Trevor, es brennt wirklich, da vorne am Waldrand. Ruf Feuerwehrmann Sam zurück, schnell! Norman Price, ich hatte dir vorhin verboten, weiter solche Schauermärchen zu erzählen. Nein, aber das ist kein Märchen, es brennt wirklich. Oh nein, die erste Grundregel, niemals das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen. Tom, Thomas an Sam, ich bin jetzt gestartet, wo seid ihr? Wir fahren gerade vor, Tom. Ein Glück, der Wald brennt noch nicht. Penny, Elvis, die Schläuche, schnell! Verflixter Funkenflug, die Schläuche sind zu kurz, Tom. Wir müssen die Flammen mit unseren Feuerpatschen ersticken. Nicht nötig, Sam. Der Wassertank ist aufgefüllt. Ich helfe euch aus der Luft. Das ging ja gerade noch mal gut. Ich finde diese wabbeligen Schaufeln toll. Ah, jetzt können wir doch noch im Garten feiern und das neue Lied hören. Also nicht gebrochen, sind Sie sicher? Ganz sicher, ist nur ein Kratzer. Oh, was bin ich froh, dass der Strom wieder da ist. Mike ist im Dunkeln nämlich nicht gerade der Hellste. Ja, kann ich verstehen. Nicht jeder bleibt bei Dunkelheit so ruhig und besonnen wie ich. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helen.
Die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein, du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen, tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, da ist ein Feuer ausgebrochen, und zwar im Haus der Flatz. Oh nein, das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir müssen gleich wieder los, Sam. Da sind sie ja schon. Also, ist noch jemand im Haus drin? Nein, niemand mehr. Gut. Penny, wir brauchen die Atemgeräte. Ist gut, Sam. Dreh doch bitte die Sicherung raus, Penny. Sind rausgedreht, Sam. Wenn der Strom ausfällt, muss der Herd immer ausgestellt sein. Sonst vergisst man vielleicht, dass er noch an ist, wenn der Strom wiederkommt. So wie ich. Oh, und nie etwas auf die Herdplatte legen, zum Beispiel Servietten. So wie ich. Oh, tut mir wirklich leid. Ich hätte um Hilfe bitten sollen, aber für dich wollte ich heute mal alles ganz allein machen, Helen. Hier, nimm ein Würstchen. Und ein, zwei, drei. Ja, Krankenschwester, das bist du. Und auch die Beste noch dazu. Juhu, du bist eine tolle Krankenschwester. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam.